Sauerteigbrote boomen in Bäckereien. Die Brote gelten als besonders geschmackvoll und verträglich. Der Trend zu Sauerteigbrot geht für mich in die richtige Richtung. Die Vorteile des Sauerteigbrots kommen allerdings erst zum Tragen durch eine wirklich ausreichend lange Gärzeit. Wenn daran gespart wird, leidet auch die Qualität des Brotes, nicht nur geschmacklich, sondern auch gesundheitlich. In dieser Stuttgarter Bäckerei ist er in jedem Brot. Sauerteig. Sophie Henne schmiss vor Jahren ihr BWL-Studium und wurde Bäckermeisterin. Inzwischen hat sie eine eigene Sauerteigbäckerei in Stuttgart. Beim Sauerteig braucht man Geduld, weil das alles nicht so schnell geht. Man muss einfach mehr Wissen mitbringen und das können wirklich wenige. Wann ist der Sauerteig reif? Wann kann ich mit dem backen? Mit Sauerteig ist nochmal eine größere Herausforderung und einfach das, was dabei rauskommt, schmeckt so viel intensiver, so viel besser. Ja, da war klar, also wenn ich backen will weiter, dann halt nur mit Sauerteig. Sauerteig muss lange vorbereitet werden. Bereits einen Tag, bevor sie ein Brot backen will, nimmt sie deshalb ein bisschen alten Sauerteig weg und setzt damit einen neuen an. Und das macht sie jeden Tag. Das ist das, was ich wegnehme. Das werden 80 Brote dann am Ende. Ich werde über 3 Stufen das führen. Das heißt, die erste Stufe, die passiert jetzt. Stufen bedeutet einfach, es kommt wieder Mehl und Wasser dazu, es darf wieder reifen. Es kommt wieder Mehl und Wasser dazu, der Teig darf wieder reifen. Und das sind die verschiedenen Stufen eben. Und das ist jetzt Stufe 1. Sauerteig entsteht durch Fermentation. Und das funktioniert so. Wird Mehl mit Wasser angerührt und stehen gelassen, können sich bei Zimmertemperatur wilde Hefen- und Milchsäurebakterien vermehren. Die stecken unter anderem im Mehl, werden also nicht absichtlich zugegeben. Bei diesem Gärprozess produzieren die Milchsäurebakterien Milch- und Essigsäure. Daher sinkt der pH-Wert. Der Teig riecht und schmeckt sauer. Dieser Prozess benötigt Zeit. Vom Teig zum fertigen Brot vergehen rund 24 Stunden und mehrere Arbeitsschritte sind notwendig. Das kostet. Preise zwischen 7 und 10 Euro pro Kilo Brot. Aber das schreckt die Kunden nicht ab. Sie sind überzeugt vom Sauerteigbrot. Ich habe eine chronische Krankheit und ich komme mit dem Brot echt super gut klar. Die Brote sind einfach sensationell. Erstens haltbar, zweitens gut verträglich. Schmackhaft. Der Geschmack von Sauerteig ist einfach toll und man verträgt es auch besser. Aber stimmt das? Schmeckt Sauerteigbrot nicht nur gut, sondern ist auch gesünder? Um das herauszufinden, sind wir in Hamburg bei Ernährungsmediziner Matthias Riedel. Für ihn ist Sauerteigbrot zu Recht beliebt. Ein Vorteil? Es enthält deutlich weniger Gluten als andere Brote. Wir essen in Deutschland sehr viele Weizenprodukte und dadurch kommt natürlich sehr viel Gluten zusammen. Das Gluten im Sauerteigbrot ist durch die Fermentation aber strukturell so verändert worden, dass es für uns dadurch verträglicher wird. Im Sauerteig ist Gluten deutlich reduziert. Außerdem sind im Sauerteigbrot mehr der im Getreide enthaltenen Ballaststoffe verwertbar. Auch das passiert durch die Fermentation. Die verbesserte Verfügbarkeit von Ballaststoffen vermindert den glykämischen Index. Das heißt, der Blutzucker steigt nach dem Genuss von Sauerteigbrot weniger stark an. Und das ist für 2 Bevölkerungsgruppen ganz besonders wichtig. Für Menschen mit Diabetes und für Menschen, die abnehmen wollen. Denn der Blutzuckeranstieg nach dem Essen ist auch wieder ein Reiz für den Körper, Insulin auszuschütten. Und das ist eben ein Hormon, das den Fettaufbau fördert. Und damit ist ein Sauerteigbrot gesünder als ein Brot, das mit zugesetzter Hefe gebacken wird. Sauerteigbrot sättigt länger und kann uns also auch beim Abnehmen helfen. Schon die alten Ägypter nutzten vor 5000 Jahren Sauerteig. Die Erfindung des Sauerteigs sprachen sie der Legende nach einer ägyptischen Göttin zu, Isis. Die Göttin der Magie mischte Wasser und Mehl. Es entstand der Sauerteig. Auch die Römer aßen gesäuertes Brot, glaubten daran, dass man davon kräftiger werde. Und heute gibt es Sauerteigbrote in fast jeder Backstube. Der gestern angesetzte Roggensauerteig ist nun fast bereit zum Backen und wird zu Laiben geformt. Wann der Teig bereit ist, entscheiden viele Parameter. Wir haben auch zum Beispiel einen pH-Meter, also mit dem wir den pH-Wert messen können. Das ist auch ein Orientierungsfaktor und so spielt das alles zusammen. Temperatur, pH-Meter,
die Augen, was man beobachtet, was man riecht, wie es schmeckt. Ob Roggen, Weizen oder Dinkel. Grundsätzlich kann aus jedem Mehl ein Sauerteig werden. Viele Brote hier sind aus Vollkornmehl. In Verbindung mit Sauerteig ist das ganz besonders gesund für unseren Körper. Denn im Vollkornmehl stecken sehr viele wertvolle Mineralstoffe. Weiß Friedrich Longin, Getreideforscher an der Uni Hohenheim. Das Problem? Der Körper kann sie nicht verwerten, weil im Mehl noch ein Stoff steckt, die Phytinsäure. Phytinsäure bindet einen Teil der Mineralstoffe und macht sie somit nicht verfügbar für uns. Sie sind zwar da im Getreide und im Brot, aber wir können sie nicht aufnehmen. Essen wir Vollkorngetreide, gelangen die wichtigen Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Magnesium und Kalium zwar in den Dünndarm, sind aber an die Phytinsäure gebunden. Durch diese Bindung kann der Körper die Mineralstoffe nicht aufnehmen. Sie werden wieder ausgeschieden. Doch wenn ein Teig lange gärt, wird die Verbindung der Mineralstoffe mit der Phytinsäure aufgelöst und die guten Mineralstoffe des Brotes werden freigesetzt. Das hat Friedrich Longin in einer Studie nachgewiesen. Das Zentrale ist erstmal, dass Hefe und Sauerteig beide die Phytinsäure abbauen und dass die erstmal Zeit dafür brauchen zum Abbauen. Und die Sauerteigführung scheint es noch etwas besser zu können, insbesondere wenn man den Rohstoff Roggen noch dazu nimmt. Und das geschieht so. Durch den niedrigen pH-Wert des Sauerteigs kann das im Mehl enthaltene Enzym Phytase optimal wirken und so die Verbindung zwischen Mineralstoffen und Phytinsäure aufbrechen. Folge: Essen wir Sauerteigbrot, kann unser Körper die enthaltenen Mineralstoffe bestmöglich verwerten. Aber Sauerteig könnte noch mehr positive Effekte für unsere Gesundheit haben. Das ist das Ergebnis einer Forschungsstudie des Italieners Marco Gobetti von der Universität Bozen. Er untersucht die Wirkung von Sauerteig auf unser Darmmikrobiom. Wir haben herausgefunden, dass der Verzehr von 200 Gramm Sauerteigbrot pro Tag nicht die Anzahl von guten Bakterien im Darm verändert. Aber man kann die Aktivität der Darmbakterien in eine für den Menschen positive Richtung lenken. Beneficial functions for humans. Aber wie genau Sauerteig unser Mikrobiom im Darm positiv beeinflussen kann, da steht die Forschung noch am Anfang. Fest steht, Sauerteigbrot ist gesund und besser verträglich als andere Brote. Allerdings nur, wenn der Sauerteig mindestens über Nacht reifen kann. Dann entwickelt das Brot auch seinen typisch aromatischen Geschmack.